Jo, so ohne Motor ist das ganz schön anstrengend. Ja, Scherz beiseite, das Ding hier, das schöne E-Bike hat ja einen Motor und den können wir natürlich auch auf Turbo stellen. Also, Attacke und los geht's. Ja, willkommen zur nächsten Folge Ronny packt aus und heute packen wir was richtig Cooles aus. Achtung, fertig, los! Ja, das ging verdammt einfach. Einmal geklopft und zack ist das schöne E-Bike da. Und zwar ein E-Bike von der schönen Firma Highbike. Ein S-Duro Trekking 3.0 E-Bike. Ein E-Bike für Herren. Und wo wir jetzt gerade sind, erfahrt ihr jetzt. Und dann wird ausgepackt. Hallo und herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer, neuen Abonnenten hier auf meinem Kanal Projekt Sunrise 99 Wohnen im Kasten. Ja, und heute wurde nicht nur geradelt, sondern heute wird auch mal ordentlich ausgepackt und nichts Kleines, also was Kleines schon, aber natürlich auch, ja, was Großes. Und wir sind jetzt in der schönen Stadt Dortmund am schönen Phoenixsee. Wir werden das Bike auch gleich nochmal aufbocken und dann werden wir alles, was an dem Bike verbaut ist, werde ich dann einmal schön erklären und ja, wünsche euch viel, viel Spaß. So, was ist alles dabei? Das komplette E-Bike, also das Highbike S-Duro Trekkingrad 3.0 in 28 Zoll ist die Herrenausführung. Das heißt hier der Rahmen bzw. das Rahmengestell höher gezogen. Ein Standard Charger, also das Standard Ladegerät für dieses schöne E-Bike. Also original hat, ja, ist das Ladegerät für den Lithium-Ionen-Akku. Input 220, 240 Volt, Output 36 Volt und 4 Ampere. Wir haben ja ein 500 Watt Akku, das heißt Akkudauer. Ja, so Ladezyklus, Ladezeit, circa 4,5 Stunden, aber das ist ein theoretischer Wert, das finden wir noch raus. Dazu dann zwei schöne Schlüssel und natürlich hier das Powerpaket, der Akku. Hier steht es auch drauf, 500 Watt. Also auch hier wieder ein Original, Lithium-Ionen-Akku, 36 Volt, 13,4 Amperestunde, 500 Watt. Made in Hungaria, also Ungarn. Ja, wiegt ein bisschen was, aber dazu auch alles dann in den nächsten Folgen. Das heißt, der Akku ist einer mit der schwereren Bauteile hier an dem Fahrrad. Dazu gibt es dann auch hier eine schöne Gebrauchsanleitung. Also steht alles drinne, alles, was ihr braucht, alles, was wichtig ist. Aber dazu machen wir auch nochmal ein schönes Thema. Und dann ganz wichtig, hier ist so eine schöne Schraube, so eine schöne Madenschraube. Aber was kann die? Die Schraube ist für dieses schöne Display. Ich mach's mal an. Zuletzt gefahren auf Turbo. Wir mussten ja gucken, dass wir den Berg hochkommen. Das heißt, die Madenschraube geht hier hinten rein und dann könnte man diesen schönen Computer hier am Radl festmachen, sodass euch keiner das Ding zocken könnte, theoretisch. Ja, und dieses schöne Display ist das Intuvia Display von Bosch. Ja,
sollte der Berg auch mal zu steil sein und euer Fahrrad zu schwer, dann gibt es hier bei diesem schönen Highbike die Möglichkeit, eine Schiebehilfe anzumachen. Einfach hier den Knopf drücken und dann auf Plus und dann geht das Ding schon los. Also wie von Geisterhand problemlos. Ja, Rahmenform Diamant, also sie ähnelt einen Diamant. Die Schaltung eine Shimano Deore Schaltung. Anzahl der Gänge haben wir 10 Stück. So, Bosch steht drauf und hierbei handelt es sich um einen Mittelmotor, weil er in der Mitte platziert wurde. Das heißt, der Bosch Performance Line 250 Watt, 65 Newtonmeter und maximal 25 km/h schneller Motor. Aber dazu dann auch alles ja, in den nächsten Folgen. So, zum Akku ein Bosch Power Pack Akku 500. Nicht im Rahmen verbaut, sondern liegt drauf. Auch dahingehend machen wir ein schönes Video, warum und wieso ich mich für das Fahrrad entschieden habe, beziehungsweise für den Motor und den Akku. So, zum Thema Klingel. Originale Highbike und hier einmal zugekauft, denn doppelt hält besser. Aber das alles in den nächsten Folgen. Ja, zum Lenker 720 mm Double Butted AL6061T6. Lenker heißt Highbike The Bar plus 720 mm, richtig gut. Also da müsst ihr auch einfach Probe fahren, ihr werdet feststellen, dass die 720 mm auf jeden Fall richtig cool sind. Ja, normalerweise braucht man eine Gabel zum Essen, aber hier brauchen wir sie, um Fahrrad zu fahren oder auch sicher Fahrrad zu fahren. Und hier haben wir eine SR Suntour NEX E25-LO Lockout Stahlfeder 63 mm. Was das alles kann, machen wir dann in den ganzen Detailvideos. Ja, zum Thema Griffe, die sind auf jeden Fall griffig, definitiv. Also richtig gutes Material. Da haben wir hier XLC Comfort BO3 Griffe. Richtig nice und passt zu dem schönen Lenker. Ja, normalerweise satteln wir die Pferde, aber hier satteln wir den Drahtesel. Und hier haben wir einen schönen Highbike Components Sattel. Also auch da müsst ihr euch mal einfach mal durchtesten. Wenn der Standardsattel nicht reicht, dann holt ihr euch halt einen auf Maß oder probiert sie aus bei den verschiedenen Händlern. Oder wenn ihr online bestellt, auch da einfach ausprobieren. Wichtig ist, dass der Popo eine Einheit wird mit dem Sattel und ihr keine Poposchmerzen bekommt während der Fahrt. So, mit der Sonne hier vom Phoenixsee das Fahrrad mal eben aufgebockt. Dann gestaltet sich es nämlich einfacher, ja, die tollen Bremsen aufzunehmen. Das heißt, hier haben wir dann Tektro T275 Bremsen verbaut. Vorne wie hinten und haben 180 mm und 160 mm. Ja, ebenfalls die Bremshebel auf beiden Seiten von der Firma Tektro. Auch hier wieder das Modell T275, auch aus dem schönen Aluminium. So, geschaltet werden muss natürlich auch. Hier haben wir eine schöne Shimano Deore Schaltung mit schönen Schalthebeln.
Anzahl der Gänge haben wir 10. Und die Schalthebel sind auch von Shimano Deore, das sind die M6000 Rapid Fire. So, was sich jetzt dreht, ist hinten die Kassette. Das heißt, ja, Ritzel oder wie auch immer ihr das da hinten nennt, Zahnkranz, haben wir das Shimano HG50, das heißt 11 bis 42 Zähne. Ja, ein wichtiges Thema sind natürlich die Pedale. Checkt vorher, ob die Pedale mit an Bord sind oder ihr sie dann nochmal extra zusätzlich kaufen müsst. Hier beim Highbike sind sie dabei gewesen. Und hier haben wir das Modell VPE461. Ja, aus dem schönen Aluminium und Griffigkeit mit meinem schönen Schuhwerk. Auf jeden Fall richtig gut. Auch da müsst ihr halt gucken, reicht euch das oder ja, müssen es andere Pedale werden. Ja, Nabenrad. Vorne wie hinten haben wir Highbike The Hub Plus. Und richtig schöne Felgen verbaut in einem schönen matten Schwarz von der Firma Ride Zack 421, eine Hohlkammerfelge, auch aus dem schönen Aluminium. So, auch hier im tollen Schwarz die schönen Speichen von Sapim Leader in Schwarz. Ein Eyecatcher, passend zur Felge und natürlich zum Reifen. Ja, und nahtloser Übergang. Drehen wir es noch ein bisschen hoch, da könnt ihr es nämlich besser sehen. Haben wir den schönen Schwalbereifen Road Cruiser Q-Guard 3. Das heißt, mit Reflexstreifen, so dass wir dann hier keine Katzenaugen an den Vorder- und Hinterreifen dran machen müssen. Also hier auch schön reflektierend. Mal gucken, vielleicht kriegt die Kamera das hin. Ansonsten machen wir dazu natürlich auch ein schönes Special Beleuchtung und bei Nacht, sodass es nicht kracht. So, das große Thema Licht. Da haben wir dann hier vorne eine schöne Leuchte verbaut. Und ich sage ehrlich schon, auch beim ersten Eindruck, die Aufnahme mache ich natürlich auch noch, kommt auf jeden Fall genug Licht raus, so dass man auch ordentlich was sehen kann. Das ist eine Trilog Bike Iveo LS 230 mit 20 Lux. Schalten wir auch direkt einmal an hier. Also Licht an. Zack. Ja, und nahtloser Übergang. Gehen wir einmal schön nach hinten, denn hinten darf es natürlich auch leuchten. Da haben wir eine AXA Blue Line Leuchte, steht sogar drauf. Und auch da ist die Lichtausbeute, so dass man gesehen wird, auf jeden Fall maximal ausreichend. So, wenn man näher hinguckt bei so einem schönen E-Bike, dann stellt man fest, irgendwie fehlt mir was. Und ich denke mal so an das Fahrrad von früher oder an einen schönen Fußballverein, Dynamo Dresden. Dynamo haben wir hier nicht, denn unser schönes E-Bike bezieht den Strom über das ja, schöne Powerpaket Akku hier. So, das Fahrrad schön in Szene gesetzt. Wir wollen natürlich dann auch unterwegs gerne mal was mitnehmen. Dafür haben wir diesen schönen Systemgepäckträger XLC Carry More. Hier steht auch alles drauf. Carry More, maximales Gewicht, was wir hier transportieren dürfen, 25 Kilo. Das heißt, auch da müsst ihr euch sicher sein, was packt ihr hinten drauf und in der Summe, wie schwer seid ihr und wie schwer ist das Bike, damit ihr dann ein Gesamtgewicht von 130 Kilo für dieses Fahrrad nicht überschreitet. Ja, damit ihr hier vorne
an den Beinen und an den Füßen nicht dreckig oder nass werdet, gibt es hier schöne Schutzbleche. Vorne und hinten von der Firma SKS. Das heißt Chromoplastik. Also auch schön leicht, sodass hier ja definitiv maximalen Schutz mit wenig Gewicht hat. Ja, das Fahrrad nochmal umpositioniert und hier haben wir eine schöne Vorder- und Hinterbremse verbaut. Die muss natürlich dann auch gewartet werden, denn es handelt sich hierbei um eine hydraulische Bremse. So, eben kurz umziehen und dann geht's wieder auf die Straße. So, bevor es jetzt wieder auf die Straße geht, sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem schönen, ja, Ronny packt aus Video helfen. Wünsche euch viel, viel Spaß. Packe ich euch in die Infokarte rein auf der Playlist E-Bike und Wohnmobil. Ja, bleibt gesund und allzeit gute Fahrt. Ciao, ciao.